Lars und sie, Ladies! Alter, rum! So begrüßt mich der Postbote, wo ich dann schon am Überlegen war, ob ich nicht frage, brauchst du? Aber dann sah ich das Label auf dem Päckchen, das er mir in die Hand drückte. Alter, rum! Und das werde ich jetzt mal aufmachen! Offen ist der Karton. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu Alter, rum. Alter, rum wurde von Harry Geiseler erfunden quasi. Eigentlich vor 14 Jahren schon, zumindest im Geiste, denn der gute Harry suchte nach wunderbaren Agrar-Bio-Rohstoffen. So, und die hat er gefunden. Und zwar in Paraguay. Die bauen dann nämlich auch Zuckerrohr an. Und der Zucker, der daraus gewonnen wird, und auch die Biomelasse haben so eine großartige Qualität, dass er gesagt hat, Mensch, damit muss man doch noch ein bisschen mehr machen können. Tja, also fing er an, eben diese Biomelasse zu importieren. Den ganzen Weg von Paraguay nach Hamburg. So, also keinen fertigen Alkohol und auch keinen fertigen Rum. Nee, die Melasse, die wird dann nämlich in Hamburg fermentiert und destilliert und dann da auch gereift in einem speziellen, sogar biozertifizierten Verfahren. Jawohl, das hier ist nämlich wirklich der erste Bio-Rum Deutschlands. Naja, und das ist nicht nur Bio, sondern weil er eben mit Paraguay Handel treibt, ist er auch noch Fairtrade. Was willst du mehr? Bio und Fairtrade. Also schon mal ein richtig feiner Rum, was so die Nachhaltigkeit betrifft. Ne? Bio und dann auch noch Fairtrade. Was willst du mehr? So, jetzt erstmal genug geschnackt, mache ich hier mal auf. So. Ah, jawohl. Der Hamburger Rum. Schöne Grüße gehen raus nach Hamburg übrigens. Das ist ja hier quasi nebenan, 60 Kilometer von mir. Und mal sehen, vielleicht fahre ich da ja mal hin. So, boah. Unboxing. Immer total spannend. So, pass auf. Was haben wir denn hier? Nebst einem Anschreiben. Beziehungsweise, das ist ja ein Lieferschein. Ja Gott, wir haben hier drin Alter Rum. Bio Geschenkset. Pure Wild Organic. Pass auf. Mal gucken. Ach, nimmt ja so ein bisschen die Spannung weg. Also, wir haben hier drin eine ganze Menge Füllmaterial. Anscheinend auch organisch sozusagen. Wiederverwertbar. Und, oha. Freunde, Weihnachten ist heute ein bisschen früher. Wow. Krieg ich gar nicht richtig in einem Rutsch ausgepackt. Alter Schwede. Alter. So. Ja, ich befürchte, den Witz werde ich noch öfter machen. Hier mit dem Rum. So. Ah. Junge. Geschenkset. Wie geil. Ich packe das hier mal kurz weg. Tja, das Schöne ist, nicht nur ein Rum, sondern gleich Tonics mit dabei. Die gehen nämlich in die Richtung, dass du so einen schönen alter Pure White Organic auch mit dem Tonic verwenden kannst. Hatte ich ja auch schon mal probiert. Ja, der gute Harry möchte so ein bisschen an dieser, ich will nicht sagen Unart kratzen, dass man immer nur Tonic und Gin zu sich nimmt, sondern vielleicht auch mal Tonic und Rum. So, das Schöne ist, ich habe hier auch noch, soweit ich gesehen habe, Bio-Tonics, ne? Also mehr Bio geht gar nicht in einem Päckchen. Gott, ich freue mich schon da drauf. Ja, und das könnt ihr übrigens auch, ne? Werde ich euch vorstellen. Natürlich den Rum und die Tonics bzw. den Longdrink, der da draus entsteht. Und bevor wir zum Schluss kommen, nochmal kurz zu Alter, ne? Sagt man in Hamburg, Moin Alter, ne? Also, guten Tag, mein Herr, heißt das übersetzt. Auf jeden Fall, Alder, also Alder geschrieben, ist übrigens auch das Holz, was benutzt wird, um dann nachher den braunen Rum, den gibt es nämlich auch, den Pure Brown Organic, entsprechend zu versetzen mit Aromastoffen. So, und da spielt nämlich die Erle, Englisch Alder oder Alder, Deutsch Erle, eine ziemlich große Rolle neben Eichenholz. So. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir den braunen Rum ja auch nochmal irgendwie hin. Bleibt also gespannt, bleibt auf dem Kanal, folgt mir gerne und sagt mir gerne Bescheid, ob euch solche Rums direkt in Deutschland produziert und gereift auch interessieren. Bleibt gespannt auf die nächsten Videos und ich sag mal Tschüss!
Alter.